Das war das Dorf. Nach unserem Geld $25. Das allgemeine Volk geht auf Holzlederschuhe oder Zeug, wahrscheinlich Alpargatas oder sowas, oder barfuß. So brauche ich mich nicht mit meinen Schlagen zu schämen. So, jetzt wissen wir, was sie anhaben. Die Polizei hat eine Flinte oder einen Säbel und reiten mit einem Pferd. Wir haben Handgepäck und zwei Kissen. Jetzt waren sie ja schon ein bisschen leerer wie mit Busebeinen schon draußen. Mit der Bahn geht es weiter nach São Paulo. Also was ich jetzt vorlese, sind wirklich nur ganz kurze Ausschnitte, so die ich rausgesucht habe, sonst geht das den ganzen Tag ab. Mit der Bahn geht es weiter nach São Paulo, Rio São Paulo, wahrscheinlich mit dem Schnellzug 12 Stunden. Zwei Fuhrwerke bringen uns zur Bahnstation. Wir bekommen zweite Klasse. Der Bahnverkehr in Rio ist großartig. So viele Züge, die an- und abfahren, vollgepackt. Und die Züge sind pünktlich und haben eine ziemliche Geschwindigkeit. Haft ich noch, wenn Sie einen Pilz vorgefüllten? Also die Zeit haben wir wahrscheinlich alle nicht erlebt, dass Züge hier pünktlich und schnell fahren. Kennen wir nicht. Doch, ja. Vor 100 Jahren, Leute. Das Land von Rio nach São Paulo ist sehr felsengebirgig. Es geht durch Schluchten und Berge und viele Tunnel. Der eine dauerte 7 Minuten. Langsam gefahren. Ne? In São Paulo. Wir suchen ein gutes deutsches Hotel. Am nächsten Morgen gehen wir zum Gemüsemarkt in der Nähe. So viele Arten, die wir nicht kennen. Gelbe Pflaumen am Stängel. Kleine Weintrauben, Pummels. Städte. Maulbeeren, Erdbeeren. Die Delegation sucht hier nach Land und mit einem Dolmetscher schaut man sich die Pflanzungen an. Auf einem Gutshof beschreibt man eine Schneidemühle, eine Schrotterei, um Reis zu schälen und den Zuckerrohr. Oh, und es gibt so schöne Maulbeeren, fast so schön, als wie wir sie in Russland gekannt haben. Wir fahren nach Curitiba. São Paulo, Curitiba, 29 Stunden Zug. Jetzt brauche ich Bilder, um das zu verstehen. Palmeira, Porto Amazonas, Curitiba. Die gestern da waren in Curitiba, sich das angeschaut haben, dies ist genau da, wo wir unsere Fotos gemacht haben. Ja? Das ist auf der Sette de Setembro. Shopping. Ist das? Okay. Ich glaube, da muss noch ein Bild sein. Weiter. Also, dies habe ich nur dazwischen getan. Da haben wir dann unsere Sachen gesucht. Die uns zugeschickt wurden. Noch ein Bild. Ja, nochmal zurück. Ja, so. Noch ein Bild. So. Gut, da kommen wir jetzt gleich hin. 29 Stunden Zug kamen wir Rio São Paulo. Rio São Paulo hat eine breite Gleise. Nach Curitiba war sie schmal. Die waren sich damals schon wieder einig. Ne?
nicht sich geändert hat. Die Bahn hat viele Schwenkungen. Es ist ein mühsames Fahren, aber die Bahn ist in gutem Zustand. Wenn man dann liest, wie die Bahn zwischen São Paulo und Curitiba war, dann hatte man das einer Expedition übergeben, um dieses zu bauen. Und diese Firma, die das kriegte, um zu bauen, die kriegte pro Kilometer. Was hat sie gemacht? So, dass die im letzten Waggon saßen, immer wieder die Lokomotive sehen konnten. Aber das hat sich ja schon geändert in Brasilien. Die Bahn ist in gutem Zustand, vor 100 Jahren. Das Trinkwasser in Brasilien ist nicht sehr gut. Die Erde ist rot, je röter, desto besser ist es für den Kaffee. Bestätigt. 26. September 1919. Wir sind in Curitiba zurückgeblieben. Ohm Johann Wahl wurde krank. Stuhlgang, Verstopfung und jetzt kommt die große Problematik. Hier in Curitiba hat man dann noch Kontakt aufgenommen mit Behörden und so weiter, um nach Land zu suchen. Johann Wahl wurde plötzlich krank. Und wir haben jetzt schon ein paar Mal versucht, den Toten zu untersuchen. Bei unseren Gesprächen, und ich habe auch diese ganze Beschreibung, die Sie gemacht haben, meinem Schwiegersohn Alois Pauls zugeschickt. Ich sage, sag mir bitte als Arzt, woran ist dieser Patient gestorben hier? Ja? Also es wird vermutet, Blinddarm, es wird vermutet, Darmverschlingung, auf alle Fälle irgendwas mit dem Darm war es. Warum? Der Arzt, Sie nehmen einen Arzt, er wird interniert und so weiter und man schickt die Leute dann Medizin zu kaufen. Das gab es nach diesen Berichten gab es dann schon mehrere Pharmacias in Curitiba und nachdem sie 4 oder 5 Pharmacias aufgesucht haben und nicht gefunden hatten, was sie wollten, fanden sie eine deutsche Pharmacia und die einzige, die es damals gab, muss ja wahrscheinlich auf der Plaza Tiradentes die Stellfeld gewesen sein und da fanden sie das, was sie wollten. Da musste ich dann auch nachschauen, Castor Oil. Und ich kam dann nicht dahinter, noch Google gefragt und er sagt, Rizinusöl. Ah ja, soll Gold sein. Gegen Husten.